Mein Beruf als Wissenschaftler geht dem Wandel der Erde auf den Grund. Ich programmiere 3D-Modelle der realen Welt. Meine Ergebnisse tragen zur Klimaforschung bei. Meine Arbeit ist die Grundlage für Bauvorhaben. Ich erstelle unabhängige Grundstücksbewertungen. Ich entwickle und stärke den ländlichen Raum. In meinem Beruf arbeite ich am Puls der Zeit. Ich bringe Autos das Fahren bei. Ich entwickle und stärke den ländlichen Raum und erhalte so Kulturlandschaften. Hier können sich Flora und Fauna ungestört entwickeln und gleichzeitig können Nahrungsmittel produziert werden. Bei der dafür notwendigen Umstrukturierung kann es zu Interessenskonflikten, zum Beispiel zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, kommen. Als Projektleiter von Flurbereinigungsverfahren verhandle ich zwischen diesen vielen und teilweise auch konkurrierenden Interessen. Hierbei sollen alle gehört werden, egal ob EigentümerInnen, Gemeinde, Landwirtschaft oder Naturschutz. Die Renaturierung der Werschnitzinsel ist ein Leuchtturmprojekt für eine gelungene Flurneuordnung. Im Rahmen der hessischen Biodiversitätsstrategie wurde dieses Naturschutzgebiet aufgewertet. Wir haben alle Flächen um die Werschnitz neu geordnet und so die Koexistenz von Natur und Landwirtschaft gesichert. Zum Beispiel wurde der begradigte Flusslauf in seine historische Ursprungsform zurückversetzt. Natur und Vögel haben so wieder ihren Raum, der zugleich auch Überschwemmungsgebiet ist. Mein Beruf sorgt dafür, dass auch in Zukunft Naturschutz, Landwirtschaft und Naherholung miteinander bestehen können. Dass wir auch in 100 Jahren noch Kulturlandschaften so wunderschön und vielfältig erleben können. Ich habe in Bonn Geodäsie studiert.